Weiß doch gar nicht, was jetzt die Segel da gekostet haben. Es waren ja 800 oder sowas von diesen Dingsbugs. Ist natürlich schon. Also ich hab ja auch nur durch Ingame-Spielerfahrung, sag ich jetzt mal. Ja. Aber ist trotzdem schon. Viel. Es ist wirklich viel. Wir haben ja mal versucht, die wirklich zu suchen und zu machen und zu tun. Also wäre durch die Sea of Thieves gefahren hier und zu dritt dann sozusagen. Mhm. Und dann haben wir uns jeder einzeln immer auf einer Insel rausgeschmissen und da dann so 2-3 Minuten gewartet, bis da irgendwer mal spawnt. Und wenn nicht, sind wir halt weiter. Oder halt das Schiff ist die ganze Zeit gefahren und dann die Leute mal einfach runtergesprungen. Ne? Ja, ja, klar, weil man weiß ja nie, wann denn da endlich mal so ein Echtgeld-Skelett spawnt. Ja, die sollen aber nur in den ersten 5 Minuten spawnen. Strike your colors, you blooming cockroaches! Surrender, Captain Jack Sparrow! Or by thunder, we'll burn the city to the ground! Ich finde doch das Segeldesign von manchen von diesen Schiffen viel geiler. Muss mal lenken. Also dieses dreieckige Tuch ganz hinten jetzt. Ja. So, wollen wir vor Anker gehen hier? Run up your white flag, you scurvy scum, and bring me Captain Jack Sparrow. Or I'll be sending you to Davy Jones. Las Pólvora! We will never surrender! Wieder Fortschritt. Ja, aufs Vor wieder, ne? Oh. Geparkt, oder was? Barbosa! Exzellent. Captain Jack Sparrow, show yourself, you miserable turd. Ist hier mal was drin? Nee, ne? Doch! Fass öffnen, es gibt ja gar nicht. Wir können Holz einsammeln. WTF. Das ist, essentiell. Sagen wir es mal so. Na, irgendwie habe ich heute einen Frosch am Hals. So, gehen wir hoch oder gehen wir weiter unten lang? Warte, was sagt uns denn der Kompass? Er sagt irgendwo dahinter. Also hier ist wahrscheinlich hoch. Ja, wahrscheinlich müssen wir hoch. Geht's hier hoch? Jetzt will ich trotzdem nicht sehen. Ich geh erstmal hoch. Ja, okay. Oh, sie ziehen hier irgendwas aus dem Brunnen. Also hier geht die Story gerade weiter. Hier oben auch. Was heißt Story, aber? Wo bist du denn? Ja, die Waterboarden hier gerade in Geist. Da oben sind sie nur an den Kanonen. Wir haben den hier. Oh, das ist die Abhaltung, muss jetzt so fies sein. Ist Captain Jack? Nee. Nee, das weiß ich nicht. Ey, ich hab eben nur den Namen gehört, deswegen dachte ich. Hier ist er doch. Hey. Ich hab Jackie gefunden. Achso. Er ist gerade durch die Tür verschwunden hier als Ghost. Luke benutzt. Hier ist eine Luke. Luke. Hier ist Luke. Da ist er. Ups. Auch wieder typisch, ne? Ups. Ja. Dann hau die Leute erstmal auf die Schnauze. Den kriegen wir doch. Oder? Kriegen wir nie den Typen. Wir sollen ihn wahrscheinlich auch nicht kriegen, wir sollen ihm bestimmt folgen. Ah. Geht hier jetzt?
Pipe down, you lily-livered lubber! Auch ein Boot, Leute. Hier. It's the gold they want. Yeah, the gold. Belay there, you bear. Ruder benutzen. Strike your feathers, dearie. Wie waren das noch? AD, glaube ich. Mit dem anderen bremst du dann. Mit QE. War schon wieder ein Moment her. Jo! Oh, cool! Ja, ich bin dabei. Ich muss erstmal wieder klarkommen hier. Ich verstehe eh nicht, dass ich mich in die Sitz setzen kann. Aber gut. Es wird besetzt, ne? Halt! Halt! Warum halt? Weil ich an der Brücke kleben geblieben bin. Ich tippe jetzt mal einfach da vorne. Das wäre eine Idee. Hä? Wir sollen wieder zurück? Hä? Egal, lass einfach mal weiterlaufen jetzt. Der Kompass sagt halt wieder zurück. Ich weiß nicht, was der von uns will. Ah. Nimm du mal das Ruderboot wieder? Ja, aber hier sollen wir noch nicht durch. Wir müssen ja bestimmt erstmal Jack finden. Ich schwimme mal ein Stück zurück eben. Okay. Das ist eine Kiste. Strike your feathers, dearie. Show 'em your flock. Hast du ihn gefunden? Ja, mein Kompass hat sich einmal erneuert. Jetzt, ja, jetzt habe ich ihn hier. Also hier durch. Jetzt müssen wir mit dem Boot da durch. Noch eine Erneuerung. Okay, ich steige wieder ins Boot. Ins Boot. Bow angefasst. Jetzt Bow anfasst. Wow. I was a little bit faster. Ich hab geslizzert. Sag mal, Alter, das hat einen Wendekreis wie ein Linienbus, das Ding. Ja, musst du Q und E ein bisschen mit benutzen. Dann bremst du nämlich auf einer Seite. Wenn ihr wollt mir jetzt sagen, dass keiner trifft, oder was? Ich finde den unten rechts irgendwie. Was macht der da? Der baut den Stuhl für den anderen, ja, da, oder? Genau, für den Captain. Richtig blau, die Jungs, ne? Ja. Oh, falscher Knopf. Ja, ich glaube, unser Ruderer auch. Ich weiß nicht, was du meinst. Schwein. Der Wellengang ist ganz schön hart hier drin, ne? Hey, Schwein. Das ist bestimmt so eine Anlehnung immer an den Schweinestall, wo sie Gips ganz oft finden. Hm. Das kann natürlich sein, ja. Sind wir richtig? Aber es werden nicht nur Gips, ne? Da werden ja alle hingeschoben, die in der Taverne versacken. Ja, das stimmt. Die müssen auch gestunken haben, die Leute. Wenn man überlegt, sie haben die ganze Zeit die gleichen Klamotten an.
Ja. Ja, ich glaube aber auch, dass früher die menschlichen Nasen, sage ich jetzt mal, noch nicht so empfindlich waren wie heute. Glaube nicht. Glaube ja auch nicht. Aber da reden wir auch von Milliarden, Jahrhunderten. Ja, Milliarden. Ja, Milliarden würde ich jetzt nicht sagen, aber... So? Ja, nicht. Milliarden, was sind Jahrhunderte? Achso, wir sind jetzt im Kreis gefahren. Ja. Okay. Ja, wir sind im Kreis gefahren. Ja. Hätten wir vorher schon nach dem Kompass gucken sollen, glaube ich. Ja, das war ja anscheinend richtig. Irgendwas storymäßig ist ja passiert. Wollen wir weiter? Oder willst du fahren? Wenn wir ihn finden, den Kollegen? Ich hoffe so. Nee, irgendwie ist das immer noch da drin. Ja, sind wir jetzt an dem vorbeigeblieben? Nee, hier drinnen war das noch nicht. Oder? Wir sind hier irgendwie so falsch. Mann, jetzt komme ich hier nicht mehr raus, oder was? Komm ich aber zu dir? Ich komme hier nicht mehr raus. Was ist denn das für eine Kacke hier? Hallo, dämliches Spiel. Ich will hier wieder raus. Lässt mich hier nicht mehr raus. Überfragt. Kann nicht sein, oder? Kannst du auf diesen Eingang da vorne zuschwimmen? Ist ja jetzt kritisch. Ich bin ja einfach mal durchs Gitter. Ist ja egal. Das ist gut. So, warte mal, hier müssen wir lang. Ich glaube, wir müssen da wieder rein. Ich glaube, wir haben irgendeine Zwischensequenz verpasst. Ja, ich glaube auch. So, Ruder du mal, ich mach mal den Kompass. Ich setz mich da mal hier hinten hin, ne? Das, was du mir geschissen gekriegt hast. Ja, da saß ich ein paar Mal, aber dann kannst du nicht auf den Kompass gucken. Ja, aber wenigstens für die Brücke hier. Also, er sagt mir jetzt ziemlich weit links, ganz klar, weil Sparrow ist da reingegangen. Okay, ich verstehe. Ich glaube, wir sollten mal bei diesen Piraten hier mal schauen. Guck mal, da ist eine Leiter und so. Hier müssen wir mal raus. Leiter? Ach da. Aber da kommen wir noch nicht hin, weil die Tür noch nicht auf ist. Können wir hier irgendwas machen? Also wir müssen ja wahrscheinlich da, wo du bist, ist glaube ich schon richtig. Wow. Nee, das hat nicht geklappt. Ach, den hätte man irgendwie drehen können. Wo führt denn das da hin? Wen hätte man drehen können? Hier ist irgendwie so ein Mechanismus bei. Da oben am Kopf dieses... Oh, hier ist ein Logbuch. Moment mal eben. Die Wicked Wench sucht die Gewässer vor unserer Küste heim. Barbossa ist einer der gefürchtetsten Piratenkapitäne auf dem Meer und seine Crew ist ein bunt gemischter Haufen aus Schurken und Dieben. Es gibt beunruhigende Gerüchte, dass Piraten ein Versteck in Meereshöhlen nicht weit von hier haben. Was haben sie vor? Ich lasse die Männer nun schon seit Tagen Vorbereitung für einen Angriff treffen. Sie horten genug Waffen, Munition und Schrot, um die Wicked Wench zu Davy Jones zu schicken. Ich bete, dass wir die Kraft haben, um Barbossa und seine Schurkencrew abwehren
können, aber in meinem Herzen befürchte ich das Schlimmste. Okay, so, können wir irgendwas machen hier? Wie die Tür da oben aufbekommen. Ja. Ich finde das so komisch, dass das hier hin und her eiert, weißt du? Was? Naja, diese Fässer hier. Oh. Ich stehe hoch, hier runter. Hinten irgendwie hoch? Nee. Also hier sind ja Mechanismen, die du wahrscheinlich auch irgendwie aktivieren musst, aber es fehlt halt der Schlüssel. Das ist doch der Dings, der Kompass. Guck. Hm. Ich hätte jetzt gedacht, die Fässer, weil da XXX draufsteht, dass wir die eigentlich kaputt schießen können. Ja. Dem ist aber nicht so. Jetzt brauchen wir erstmal einen Schlüssel. Das heißt, wir müssen weiter. Oder? Was ist da hinten jetzt? Nicht. Ich kann da nicht mal rauf. Okay. Aber irgendwas in der Story hat Pascal? Ich weiß es schon wieder nicht, ey. Es ist. Dinger laufen ja teilweise auch echt wie ein Sack Schrauben, ne? Also fahren wir ja wieder nur im Kreis. Ich meine. Ja. Jetzt kommen die Schweine. Hier vielleicht irgendwas ausgekackt oder so? Ah, in der Schutzleistung wühlt man auch in Schweinescheiße. Richtig. Voila. Are you ready? Ja, ja. Was ist denn? Ich bin auf dem Boot. Du hast mir nicht angezeigt, das ist so Dumps. Okay, Halt hier links. Ja. Kommen wir nur nicht wirklich rauf, glaube ich. Ja, vielleicht vom Boot aus. Ist aber auch wieder nichts. Und jetzt sind wir gleich wieder einmal rum. Wohl, warte, hier ist noch ein Stück Land. Was uns aber auch nicht viel bringt. Eigentlich auch gar nichts. Ach, das ist doch wieder zum Mäusemelken, ne? Dass sie auch wieder nichts sagen. Naja. Ab und zu ein bisschen schade. Bitte ja noch überfahren. Bitte mit. Ach, mach wie du denkst. So, das heißt, wir müssen jetzt irgendwie... Ich denke mal, dass wir eigentlich schon richtig waren, aber irgendwas funktioniert schon wieder nicht. Show them your block. Oh, quit your clucking. The gentlemen want the gold, don't you, boys? We want the gold! We want the gold! Drink up, Beardies! Hier ist ja eigentlich auch nicht wirklich was. Die feiern hier alle... Ja.
army scoundrels. Do I hear 10? A hen for a 10. Bin jetzt oben bei der Burg. Ja, habe ich eben gesehen. Das ist auch irgendwie so ein Mechanismus, ne? Ja. Ah. Ich nehme mal mit. Ich sehe dich noch nicht. Bin da. Huhn. 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 Das sind ja das Geister hier. Ja, du hättest auch loslassen können, dann würdest du eigenständig. Ach so, ja. Hoch transportiert werden würden. Stimmt, das vergesse ich jedes Mal. Oder auch nicht? Könnte dich da unten zählen. Mache ich erstmal nur einen halben Weg hier oder was? Ich ziehe jetzt einfach mal hoch. Ah ja, das sollte ich gesprungen bekommen. Ja. So, dann müssen wir wieder rüber, wa? Da rein. Hier waren die Kanonen. Okay. Nö, wer war hier nicht? Hier war nur der Flaschenzug für die Kanonen. Müssen wir darüber. Das ist nicht deren Ernst, oder? Ist das hier ein Jump'n'Run oder was? Ja, irgendwie ja, ne? Und hier jetzt runter? Sind wir hier hochgekrabbelt, um hier wieder runter? Nee, ne? Achso, oh, ich bin ein Trottel, ey. Ja, gehen wir doch einfach mal hier rein. Ja, ist, glaube ich, eine ganz geile Idee. Ah, guck mal, da. Jack Sparrow geht da hoch. Und dann wahrscheinlich da drüben rein. Wir sind so doof, Alter. 50 Mal im Kreis gefahren. Für nichts und wieder nichts. Oh. Jetzt wissen wir, wie man Ruderboot rudert. Einigermaßen. Wieso gehst du durch so eine Tür? Sogar offen. Ah, hier, geil. Ja, nice. Can't you reach any further, you schöne Anspielung an die Böhme wieder. Willst du was finden? Ne, hier gibt es eigentlich nie irgendwas zu finden. Oh, warte mal. Ach, der Hund. Kerkerschlüssel. Nice. Jetzt wieder runter, nee, ne? Nee. Also ich gehe mal runter, um zu gucken, ob hier was ist, aber ne. Ich schließe jetzt die Jungs mal auf. Mal aus? Ich mach frei für die. Aber hier war ja auch noch eine Leiter eben, ne? Oh. Da wo du rein bist, warte. Ja, das ist die Möglichkeit wieder hochzukommen. Achso. Wenn du da unten bist. Oder unten ist halt nichts. Ja. Ich habe immer noch einen Kerkerschlüssel, gehen wir hier wieder hoch, ne? Da, guck mal. Ein Schlüssel mehr. Yo ho, yo ho. Also nein. Ich hab hier. Ach, weißt du, wo wir sind? Ja. So, lass uns das mal ein bisschen machen mit Jack Sparrow. Wir kommen rüber. Ja, zur Not haben wir jetzt eine Leiter. Oh, ja, geht.
Oder auch nicht. Achso, jetzt müssen wir noch einen weiter nach links. Kannst du noch weiter nach links von dir aus jetzt? Nee, ich meine einen Raum weiter. Nee. Ein Raum weiter? Nein, da komme ich noch nicht hin. Ja, toll. Hä? Müssen wir vielleicht doch jetzt irgendwas freischießen? Genius! Oh! Ich springe mal zu kurz. Sprinten. Ja, ich vergesse es immer. Jedes Mal. Du kannst ja fast sprinten. Dann erst laufen. Ich kann dir aber nicht mehr helfen. Boah, Alter, der war close. Reinziehen kann ich den nicht.